Ho, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich glaube, nur Tino möchte so langsam auch auf den ganzen Zug aufspringen und ganz, ganz, ganz viele Adventskalender rausbringen. Also, meine Güte, das ist jetzt schon der dritte, den ich von denen vorstelle, und zwar der Exclusives, mega krasse, teure Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist halt echt ein Schätzelein. Meine Güte, der hat auch seinen Preis. Ne? 198,70 Euro, genau, und einem angegebenen Warenwert von 480 Euro soll der halt echt nochmal eine Schippe drauflegen. Ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden durften. Online sieht man den Inhalt auch schon und der Link dazu ist in der Infobox. Ich finde ihn sehr hübsch gestaltet, mit diesem holographischen zusammen, mit diesem Schwarz, mit dem blau-grafischen Muster. Upsala. Und so sieht er von innen aus. Erinnert mich auch ein ganz kleines bisschen an einen von The Bind Corp, den wir vor Ewigkeiten mal hatten, gepaart mit einem von Lookfantastic. Und ja, hier haben wir ganz viele Schublädchen, 25 an der Zahl. Und ich möchte mit euch zusammen reinschauen. Man kann hier an der Seite übrigens auch noch so eine Schublade rausziehen und hat hier nochmal ein Begleitheft mit den ganzen aufgeführten Produkten, mit Menschen, die dazu was sagen und so weiter. Schön wären auch noch Preise, die sind hier nicht drin, aber die werde ich natürlich recherchieren. Dann starten wir mal mit dem 1. Dezember. Übrigens stelle nicht nur ich den Adventskalender vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung schaut gerne nach meinem Video bei ihr vorbei. Das Ganze startet schon mit einer sehr, sehr coolen Marke. Alpha Path Milano hatte ich schon mal als Hitzeschutzspray. Keratin Therapy, das ist ein Öl mit 30 Millilitern. Ein Haaröl, was man sich dann quasi, als Leave-In in die Längen und Spitzen geben kann. Finde ich super. In diesem Adventskalender würde ich es übrigens nicht gut finden, wenn wir Travel Sizes oder Minis drin haben. Und so schaut das Öl einmal aus in einem Glaspumper. Finde ich sehr, sehr schön. Also das spricht mich schon mal sehr an. Machen wir weiter am 2. Dezember und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das haben tatsächlich schon über 40.000 Menschen gemacht, was ich unglaublich cool finde. Und ja, ich habe jetzt aktuell meine Verlosung am Laufen, wo ich ja quasi 40 Gewinne raushaue. Und auch in diesem Video gibt es natürlich wieder zwei Gewinne. Und zwar verlose ich zwei Monolidschatten-Adventskalender. Solltest du also teilnehmen wollen, schau in der Infobox vorbei, da sind alle Teilnahmebedingungen drin aufgeschrieben. Aven haben wir hier drin, das Othermal Aven Vitamin CG. Das ist ein Serum, das quasi Strahlkraft geben soll. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und Vitamin C verwende ich super gerne morgens, eben um mein Gesicht zum Strahlen zu bringen. Und deswegen macht es definitiv Sinn, dass wir das auch hier in so einer braunen Glasflasche haben. Spricht meiner Meinung nach auch wirklich für Qualität, weil dann auch wirklich seitens des Herstellers darauf geachtet wird, dass das Vitamin C, was hier halt drin ist, nicht zerfällt. Ne? Finde ich cool. Kann man gut gebrauchen, ist eine Originalgröße mit 30 Millilitern. Gerne weiter so. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, das ist, glaube ich, eine kleine Größe, oder? Von Moroccan Oil, das Frizz Shield Spray. Da sind nämlich 50 Milliliter drin und sowas macht man sich dann quasi auch als Leave-In in die Haare rein, damit du halt keinen Frizz hast. Finde ich schade. Wir hatten ja schon zwei Tage vorher ein Leave-In für die Haare. Jetzt nochmal, ist ein bisschen öde, muss ich sagen. Und dann auch so klein, schade. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir eine parfümierte Bodylotion von Narciso Rodriguez von dem All of Me drin. Das ist mal was anderes. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Bei so einem teuren Adventskalender finde ich es nicht cool, wenn hier hinten drauf steht Gift not for sale, muss ich wirklich sagen. Ne? Das sollte tatsächlich ja eigentlich nicht vorkommen. Da sind wir über eine gewisse Preiskategorie hinaus. Finde ich aber auf jeden Fall cool, weil man so mit dieser parfümierten Körpermilch ein bisschen auch das Parfum für sich so entdecken kann, ohne halt den Duft direkt auf sich zu sprühen. Finde ich eigentlich echt schön. Wenn es ein bisschen größer wäre, wäre es noch cooler gewesen. Einen Tag vor Nikolaus habe ich den 5. Dezember hier und ihr seht, die Boxen sind immer, oder die Schubladen, sehr, sehr gut gefüllt. Hier sind zwei Produkte drin und hier ist auch was drin enthalten, wo ich nicht damit gerechnet hatte, dass sie das in eine 5 packen, und zwar Foreo. Das ist der Luna Play Plus 2 Eye Lilac You. Okay, ich weiß nicht, ob das der ist, den man wieder aufladen kann. Ich glaube es nämlich nicht. Das ist super schade, ne? Die sind cool, die sind richtig nice, aber es ist halt wirklich schade, das hatten wir auch schon vor ein paar Jahren bei dem Zalando Adventskalender, dass der scheinbar nicht wieder aufladbar ist.
Das ist wirklich schade. Ist super cool, um sich damit abzuschminken, um seine Haut auch ein bisschen zu massieren und um so eine ganz angenehme, ja, also um die Haut einfach wieder sich gut fühlen zu lassen. Ich habe meinen auch wirklich gut aufgebraucht. Der ist halt wirklich hauptsächlich dafür da, um halt das Gesicht zu reinigen. Und hier haben wir noch ein zweites Produkt mit dabei, und zwar die Ultra Nourishing, den Ultra Nourishing Cleansing Balm mit 15 ml, auch von Foreo. Das finde ich natürlich klasse, dass sie das hier mit zusammen reingepackt haben. Aber wirklich schade, dass das halt nicht wieder aufladbar ist, ne? Ja, aber dann wäre es wahrscheinlich auch nicht in einem Adventskalender gelandet. Seien wir mal ehrlich. Nikolaus, der 6. Dezember, ist eine etwas größere Schublade. Oh, hier haben wir drin den Physicians Formula Matte Monoir Butter Bronzer. Das ist mit 9 Gramm eine Originalgröße. Das ist jetzt kein sackteures Produkt, aber es ist ein Oldie but Goldie, würde ich sagen. Und meiner ist schon so alt, den könnte ich wirklich mal damit auswechseln. Finde ich richtig cool, und das dürfte auch meine Farbe sein. Es ist natürlich ein farbgebundenes Produkt, das kann man nicht anders sagen, ne? Trotzdem finde ich es cool. Hier steht drauf Water Resistant. Und ich mag so gerne den Butter Bronzer, es ist einfach so. Der 7. Dezember, also richtig gut befüllt hier, ne? Also das passt wirklich alles 1A da rein. Hier haben wir Bioderma drin, also hier sind auch ein paar andere Marken drin enthalten, die wir so nicht in anderen Adventskalendern wahrscheinlich so mal gesehen haben, einfach weil das auch ein Adventskalender oder eine Firma ist, die kommen, glaube ich, aus Polen. Und da ist manchmal so ein bisschen auch der Hype oder der Vibe etwas anders. Artoderm Nutritive, das ist eine Nourishing Cream, die soll beruhigen für trockene bis sehr trockene, sensible Haut. Hi, hier bin ich. 40 ml haben wir hier drin enthalten, finde ich persönlich super, vor allem weil wir alle auch im Winter etwas trockenere Haut haben als jetzt zu anderen Jahreszeiten. Und das dürfte einfach eine Tube sein. Genau, so schaut es aus, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir eine Tube drin, eine Strengthening Mask von Kera Silk, Powerful, Resilient und Gorgeous. Ja, 50 ml dürfte eigentlich auch keine Originalgröße sein, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir hier eine Haarmaske drin enthalten. Genau, wir hatten jetzt auch schon ein paar Tage nichts für die Haare, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Wie lange lasse ich die denn drin, die kräftigende Maske? Ausspülen. Aber da steht nicht, wie lange man die drin lassen soll. Ja, normalerweise ist es ja bei Haarmasken so 2-3 Minuten reicht eigentlich aus, dass man das so in die Längen und Spitzen reinmacht, ne? Jo. In der Nummer 9 dürfen wir uns direkt über zwei Produkte freuen von Bobbi Brown. Sehr cool. Und da ist es auch okay, dass es zwei kleinere Sachen sind, weil wie gesagt, wenn zwei in einem Kläppchen sind, ist es okay. Das ist die Vitamin Enriched Face Base und da haben wir 15 ml drin. Die hatten wir auch schon jetzt in einem anderen Adventskalender mal gesehen, der, ich glaube, ungefähr die Hälfte gekostet hat. Und hier haben wir auch noch eine Smoky Eye Mascara drin enthalten und da sind 3 ml drin enthalten. Ich meine, dass das Bürstchen hiervon auch so ein ganz klassisches und relativ puffiges Faserbürstchen ist, was nicht nur dafür sorgen soll, dass die Wimpern dichter werden, sondern auch ein bisschen mehr Volumen reinkriegen, ne? Für die Länge soll das, glaube ich, nicht so unbedingt sorgen, deswegen ist es nicht unbedingt meine Mascara. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Oh, das finde ich ja cool. Das My Way von Giorgio Armani ist hier drin mit 15 ml. Das Parfüm. Ich glaube, dass das quasi nochmal die etwas intensivere Geschichte ist von dem klassischen My Way. Da werde ich nochmal recherchieren, aber ich liebe den Duft von dem My Way. Ich kann es jetzt gerade nicht riechen, weil ich nicht so gut riechen kann und deswegen macht das so wenig Sinn. Ich habe das My Way auch selber da und ich finde es fantastisch. Und wenn das quasi nochmal die Variante ist, wie das, was ich habe, in etwas intensiver. Ich mag diesen Duft, der ist gefällig, der ist super angenehm, leicht blumig und einfach sympathisch, ne? So beschreibe ich den immer ganz gerne. Und ja, das ist mega cool und das einfach mal in der 10. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist eine riesige Schublade. Da habe ich jetzt einfach mal das Produkt rausgenommen, was nämlich viel, viel kleiner ist. Oh, aber wir sind wieder im Make-up-Bereich. Das ist der Urban Decay All Nighter, das Long-Lasting Make-up Setting Spray. Es sind leider nur 15 ml, ne? Das muss ich wirklich sagen. Also wir hatten ja schon bei dem Parfüm quasi eine kleine Größe, was ich aber dann in der Hinsicht eigentlich okay finde. Aber bei dem hier finde ich es wirklich sehr, sehr schade. Das ist schon sehr, sehr, sehr klein, ne? Da hätten sie auch eine Originalgröße reinpacken können, bin ich ehrlich. Aber Setting Spray oder Fixing Spray in Adventskalendern finde ich super, weil das ist unabhängig davon, was man halt so, ne, für ein Teint hat oder so. Genauso wie auch bei einer Mascara oder bei einem Primer. Wie gesagt, Bronzer etwas schwierig mit Farbgebunden, aber das ist großartig eigentlich vom Produkt her. Halbzeit, die Nummer 12. Nein, es ist nicht die Halbzeit. Wir haben 25 Kläppchen, Boxen oder Schubladen. Hier haben wir von OPI
Eye Pro Spa, ein, was? Nail and Cuticle Oil to Go. Aha, 7,5 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist dann vielleicht so ein Stift, oder? Wenn man den dann auch so für unterwegs mitnehmen kann. Nee, das ist eine Tube. Auch sehr abgefahren, kenne ich so noch nicht. Nagelöl finde ich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, viele freuen sich auch darüber, wenn man halt nicht so dieses klassische Nagellackprodukt hier drin hat, sondern auch mal was, ja, was darüber hinausgeht. Ne? Finde ich schön. Oh nein, ich habe meine Schlaufe abgerissen. Oh nein, ich kriege sie auch nicht wieder rein. Muss ich irgendwie mit Tesa festkleben. Jetzt ist es hier die Halbzeit, der 13. Dezember. Eine Maske von Clarins. Die soll halt Feuchtigkeit geben mit Ceramin und Hyaluronsäure. Richtig cool. 15 Milliliter sind hier drin. Auch das ist keine Originalgröße. Aber Clarins ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke, eine französische Marke. Finde ich klasse. Mag ich sehr gerne. Man kann, wenn man möchte, das Ganze abnehmen. Also, quasi, man kann es drauf lassen, aber man kann auch die Maske abwaschen. Ich werde sie mir wahrscheinlich abwaschen, weil ich die morgens auftragen werde. Ceramide sind sehr schön zur Hautreparierung und Hyaluronsäure zur Hautdurchfeuchtung. Der 14. Dezember haben die ihr Pulver verschossen. Jetzt habe ich nur noch so Einzelprodukte, so ein bisschen kleiner, das ganze Peugeot. Das ist nämlich auch eine kleine Größe. Source, eine Adaptogen Moisturizing Cream mit 15 Millilitern haben wir hier einmal drin enthalten. Auch das eine Gesichtscreme, unsere zweite jetzt in diesem Adventskalender. Und wie gesagt, sehr schade, dass auch bei dieser französischen Marke das Ganze in einer kleinen Größe daherkommt. Der 15. Dezember ist wieder etwas voller. Oh, hier haben wir auch wieder ein Serum drin. Das ist unser zweites Serum. Ja, genau. Und da haben wir jetzt 1,5% Hyaluronsäure von Uriage Eau Thermale. Wir sind echt auf so einem französischen Pfad gerade, ne? Genau, und da machst du halt entsprechend Feuchtigkeit in dein Gesicht. Und hier sind 30 Milliliter drin enthalten. Ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und ist auch vollkommen Wurst, was für einen Hauttyp man hat. Weil Feuchtigkeit braucht eigentlich jede Haut. Und hier kommt das Ganze sogar hier in so einer Glasflasche daher. Und separat dazu befindet sich hier auch noch eine Pipette. Ne? Das ist immer sehr edel gemacht, wenn das so nebeneinander kommt, finde ich persönlich. Auch der 16. Dezember hätte Potenzial gehabt, so eine richtig große Lidschattenpalette drin zu haben. Aber hier ist irgendeine Tube drin. Irgendeine Tube. Wir sind echt französisch hier unterwegs. Caudalie. Da haben wir eine Hand and Nail Repairing Cream, also Hand- und Nagelcreme mit 75 Milliliter. Das dürfte aber jetzt eine Originalgröße sein. Das finde ich fein und sowas darf auch gerne in so einem Adventskalender drin sein. Eine Woche vor Heiligabend öffne ich den 17. Dezember auch das eine riesige Schublade, auch hier eine Tube. Oh, Caudalie hoch 2. Hier haben wir ein Duschgel drin enthalten und zwar das Tee de Vin, also irgendein Weintee oder so, man weiß es nicht. 200 Milliliter sind hier drin enthalten, auch das dürfte eine Originalgröße sein. Und hier gehe ich davon aus, dass das Ganze halt auch ein bisschen nach roten Beeren riecht, weil Caudalie ist ja auch so eine Traubenmarke quasi. Also die haben ganz viel mit Trauben immer bei sich in den Inhaltsstoffen drin. Ne? Der 18. Dezember begrüßt uns in der Weihnachtswoche. Wirklich cool. Da haben wir von Sol de Janeiro Brazilian Crush das Che Rosa 62 drin mit Pistazie und Karamell, Salted Caramel, genau. Das sind 30 Milliliter von diesem Perfume Mist und ich finde es super. Das habe ich auch schon mal leer gemacht. Ich finde es wundervoll. Ich mag den Duft ganzjährig und ich finde, dass er halt auch recht gut zur Weihnachtszeit wegen dem Salted Caramel passt. Schön. Das sehen wir doch gerne in so einem Adventskalender. Der 19. Dezember. Hier haben wir, glaube ich, wieder was für die Haare. Nee, doch, oder? Matrix, doch. Food for Soft Hydrating Shampoo für alle Haartypen geeignet. 75 Milliliter sind hier drin mit Avocadoöl und Hyaluronsäure. Aber ganz ehrlich, lieber Adventskalender. Bei dem Preis von fast 200 Tacken hier nur das Shampoo reinzupacken und nicht den Conditioner noch dazu, finde ich wirklich schade. Wirklich schade. Da wären noch ganz viele andere Kläppchen Platz gewesen, ne, dass man das halt quasi da zu zweit reingemacht hätte. Nö, das finde ich wirklich schade, auch wenn ich es schön finde, ein Shampoo hier drin zu finden, aber herzlich willkommen im 20er Bereich. Am 20. Dezember haben wir, glaube ich, eine Maske drin. Nee, es sind Augenpads. Oh, von Shiseido, die Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Masks. Und da sind, ja, ist ein paar, also zwei Stück drin enthalten. Ich finde die klasse, die sind sehr, sehr groß. Die sind aber aktuell in sehr vielen Adventskalendern auch drin, ne? Genau, so schaut das einmal aus. Und die sind riesig. Also die gehen dir wirklich richtig tief auch runter. Und ich mag die sehr gerne. Guck mal, am 21. Dezember, da wäre noch richtig viel Platz gewesen. Ist aber nur eine Tube drin.
Elizabeth Arden White Tea Pure Indulgence Body Cream habe ich hier drin mit 100 Millilitern. Ich mag den Duft von diesem White Tea, den habe ich auch schon mal in der kleinen Größe leer gemacht. Finde ich sehr samtig, sehr sanft, sehr gefällig auch wieder und super unaufdringlich, aber trotzdem sehr schön. Ne? Und das dann hier als Körpercreme finde ich auch wirklich nice. Das ist unsere zweite Körpercreme, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und jo. Finde ich auf jeden Fall schön, kann man definitiv machen. Auch hier wieder, wie bei dem All of Me, man hat die Möglichkeit, den Duft einfach mal auch ein bisschen kennenzulernen. Klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 22 sein. Von Notino selber, ein Perfume Atomizer. Free Gift, ey Leute! Weißt du, die packen da schon mal was von ihrer Eigenmarke mit rein, wo die ja wirklich nicht viel dran zu zahlen haben, theoretisch. Und dann steht da auch noch Free Gift drauf. Weiß ich nicht. Ich finde die Dinger klasse, habe die ständig in Einsatz und freue mich da auch drüber. Du kannst die einfach, hier unten sieht man das, ne? Die kannst du so auf deine Parfümflasche draufsetzen, wenn du oben den Sprüher einmal kurz abmachst. Und dann füllt sich das Ganze halt und dann hat man das halt für die Reise super schön portioniert mit dabei. Aber ey, das als Einzelkläppchen? Nee. Nicht in so einem Preissegment. In einem günstigen Adventskalender günstig, ne? Von Notino hätten die das machen können, aber nicht in dem für fast 200 Euro. Ein Tag vor Heiligabend am 23. Dezember habe ich, glaube ich, wieder eine Tuchmaske drin. Wieder ist gut, wir hatten noch gar keine Tuchmaske. Ja, das ist auch eine von Corica, Korean Heritage Jeju Mandarin mit Vitamin B, C und E-Komplex. Okay, wahrscheinlich soll das Vitamin B3, also quasi Niacinamide, beinhalten, Vitamin C, was ja auch aufhellend ist, ne? Und dann noch Vitamin E, das Schönheitsvitamin, was auch so ein bisschen für die ganze Kollagensynthese und den Zellstoffwechsel anregend wirken soll, reden. Ja, Niacinamide stehen hier auch direkt mit drin, ne? Mandarine halt, klar, durch das Vitamin C kommt das Ganze dann auch nochmal zum Ausdruck. Also hört sich auf jeden Fall super schön an, ne? Würde ich wahrscheinlich eher abends verwenden. Und ich liebe diese koreanischen Tuchmasken. Die sind einfach super toll und dünn und feuchtigkeitsspendend. Mag ich. Also am 24. Dezember müssen die jetzt hier auch echt einen dicken Kracher reinpacken an Heiligabend. Es ist ein Kracher, den ich aktuell auch in Anwendung habe, aber es ist halt nur die 75 ml Variante davon. Ne? Sol de Janeiro Delicious Drench Body Butter von dem Cherosa 59 ist es einmal. Und wie gesagt, das sind 75 ml und ich finde es ein bisschen klein. Also da sollten die halt wirklich in so einem Adventskalender eine größere Größe reinpacken. Egal, trotzdem großartiges Produkt, sehr, sehr reichhaltig und ich verwende sie aktuell und mag sie sehr gerne. Tja, und da bin ich mal gespannt. 25. Dezember, das Highlight von dem Adventskalender. Und da machen die hier sowas rein. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, ich kenne das nicht, aber das ist von Arval oder Arval, Cooper Roll, Cooper Rose und so. Das ist hier irgendwie auf Spanisch drauf. Dermosensitive Milk, Gentle Cleansing Milk, 50 ml. Das ist das Highlight? Ich glaub's nicht, ne? Warum? Warum machen die das so? Das ist irgendwie, da hätten sie besser das My Way reinpacken können oder so. Ist bestimmt ein super teures Produkt, aber eine Reinigungsmilch mit ganzen 50 ml, yay, in der 25, weiß ich nicht. Wir haben sicherlich sehr gute Produkte hier drin. Was ich jetzt hier auch auf meinem Tisch stehen sehe, erfreut mich. Aber die haben den sehr komisch gepackt. Die hätten meiner Meinung nach den Foreo in der 6 oder in der 24 oder in der 25 packen sollen. Genauso auch das My Way. Das wäre für mich irgendwie sinnvoller gewesen. Und ist auch, glaube ich, vom Preis her oder vom Wert her viel höher. Keine Ahnung. Aber ich meine, ne, wie gesagt, der Inhalt ist insgesamt gut und gefällt mir auch. Aber halt mal wieder komisch aufgeteilt. Für fast 200 Euro muss das auch ein richtiger Kracher sein. Mich stören halt bei dem Preis die kleinen Größen wirklich sehr, weil Notino hat die Möglichkeiten, einfach auch größere Produkte hier mit reinzupacken, weil die ein riesiges Sortiment haben. Da hätten die sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Weiß ich nicht. Wenn euch der Adventskalender anspricht, go for it, gar kein Problem. Sicherlich haben wir hier auch mit 480 Euro einen guten Wert drin, ne? Also den werden wir sicherlich auch erreichen. Aber ich finde ihn jetzt nicht so als den besten Adventskalender vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Wie seht ihr das? Wie findet ihr den Inhalt, den Adventskalender im Preis-Leistungs-Verhältnis oder generell nur den Inhalt? Wie ihr möchtet, könnt ihr gerne eure Bewertung abgeben und in die Kommentare schreiben. Da können wir uns gerne austauschen und mich würde das wirklich interessieren. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.